Hallihallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Ja, mit dabei ist heute wieder der Freak. Servus! Der Ingealt. Moin moin. Ja, und im Moment ich und die anderen werden zu späteren Zeitpunkten wahrscheinlich folgen. Ja, was ist passiert? Ich habe ein bisschen heimlich geübt und das werde ich jetzt mal euch zeigen. Ich bin jetzt nicht mehr der Joker, ich werde jetzt auch Tore machen, hoffe ich, wenn alles gut läuft. Ja, wenn man sieht, ist sein Wagen schon richtig aufgepumpt, der hat also ordentlich trainiert. Ja, Ja, ich muss dazu sagen, ganz kurz nochmal neu ist bei mir, ich habe mir ebenfalls das DLC geholt. Das sieht man hier gerade bei mir. Die paar Sachen, die ich jetzt mir gerade neu angucke, neue Autos, bla bla bla. Ist ja ein bisschen was dabei gewesen, aber ich glaube, Ingeid hat da einen größeren Überblick drin, was da genau dabei war. Habe ich ja schon in einer Folge erwähnt. Ah, okay, dann. Ja, dann die zwei Autos, die man ja jetzt hier noch schon sieht. Lohnt sich. Die Spinner-Reifen, die der Freak, glaube ich, ausgewählt hat. Genau, oder das Auto. Die Spinner-Reifen? Ich habe jetzt irgendwelche neuen Reifen genommen, tatsächlich. Ja, genau, sind die Spinner, genau. Ja. Ja, hauptsächlich kosmetische Sachen. Dann hat es wohl, glaube ich, auch noch ein paar neue Sticker und sowas. Aber nichts Großartiges, sondern ein paar kosmetische Sachen. Genau, andere Lackarten und so weiter. Aber genug von unserer Schönheit. Dann würde ich sagen, zocken wir mal. Wollen wir Ranked spielen 3 gegen 3? Ja, wir machen. Lohnt sich das DLC denn? Das Geld? Was wenn man bekommt? Wenn man Fan von dem Spiel ist, würde ich sagen, ja. Okay. Wenn man doch ein paar mehr Möglichkeiten hat, würde ich jetzt sagen. Ich muss gestehen, ich habe es die letzten Tage doch ein bisschen arg krass gesuchtet. Also, das sah so aus, wir haben um 22 Uhr angefangen, haben gesagt, ja gut, eine Stunde spielen wir und um 12:30 haben wir aufgehört, weil wir die Zeit total vergessen haben. Ja. Und das war jetzt an zwei Abenden so und ich, ja, habe dann jetzt erstmal bis jetzt geschlafen. Zur Erklärung, wir haben es fast 1 Uhr. Ja, und ja, jetzt machen wir erstmal hier genau, jetzt machen wir schön ein Dreier-Match. Gleich kommen nochmal neue Spieler hinzu. Aber das verraten wir dann in der neuen Aufnahme. Ich bleib hinten. Also könnt ihr euch schon mal morgen, übermorgen auf die Folgen freuen oder irgendwann kommen die dann irgendwie dazu. Sind wir ein paar mehr Leute, dann wird das hier noch ein bisschen lustiger. Und jetzt gucken wir erstmal, was Raid gelernt hat. Kann aufliegen. Nicht so. Moment. Ah. Und falsche Kameraeinstellung. Gefährlich. Nein! Der war gefährlich. Vorsicht, Vorsicht! Der ist noch. Ja, nein! Ich hab mich das, auf das nehme ich auf meine Kappe. Gut, es geht ja schon gut los mit Raid seinen neuen Skills. Da, habt ihr gesehen? Da wollte ich noch. Wie gesagt, ich kann Tore schießen, auch wenn es Eigentore sind. Im Verteidigen bin ich aber immer noch eine Gurke. Ich bin nicht hinten. Ah, da kommt schon wieder so gefährlich. Die heizen es gut ein, ne? Ich habe einen abgeblockt. Tor! Alter, was ist los? Schöner Auftakt, würde ich sagen. Ja, so geht's los. Ich mach mal ganz. Warte, gegen was spielt man eigentlich? Profi, Profi, Anfänger. Was? Ihr zwei seid vorne, ich bin hinten. Ja. Ich gönn mir erstmal einen Boost. Spielst du inzwischen irgendwie anders oder immer noch mit Tastatur? Ja, und ich spiele mit Tastatur bei einer anderen Kamera. Also nicht mehr in der Ballkamera? Nicht mehr in der Ballkamera, genau. Ich hab mir die andere jetzt angewöhnt, weil es ist doch geiler. Es ist geiler. Ballrückzieher! Ich habe noch nicht einen Punkt, glaube ich. Jetzt bin ich hier der Nullpunktler, oder was? Ja. Ach, ich habe sogar schon 20 wegen zwei Fälle. Verdammt! Alter, was ist denn das? Ja, erste Match, kein Warm-up, deswegen sieht das doch nicht ganz so geil aus. Ne, ja, ich hatte doch keine einzige. Ich bin hinten. Ich bin vorne. Nein, ich bin weiter hinten. Okay. Oh, sorry. Gehen sie getroffen oder nicht? Alter, sehr nah noch angekommen. Ich bin auch mit einem Torwart. Ingeid! Ah, nee. Nein, ich bin drüber! War sogar Raid. Ja, und ich bin drüber geflogen. Ja, nicht wundern, ne? Raid heißt jetzt inzwischen Optimus Prime. Ja, das war die letzten Tage, da hatten der Mopsi und ich so ein bisschen. Nicht da heißt Bumble. Scheiße. Der Hakon hat einen ganzen Vogel, Tore. Ja. Der Hakon hat einen Hattrick.
Ja, weil hier, ich habe hier Ingrid vorgelegt und er macht dann eiskalt rein. Wunderbar. Ja, ich finde es ja schön, dass wir überhaupt noch Tore machen. Ja, ihr seid vorne, glaube ich, ne? Nee, ich nicht. Ist nur zwei im Tor, oder was? Nein, nein, du gehst raus. Ich jetzt raus, okay. Ah, scheiße, nehmen. Ja gut, verteidigen nützt gar nichts. Ich glaube, wir müssen auf Angriff spielen. Sonst können wir es auf keinen Fall mehr holen, nee. Ah, wir haben noch 3 Minuten. Ja, ja, alles gut. Es müssen aber 4 Tore fallen. Ballrückzieher. Das haben die auch 5. Nein! Ja. Jetzt guckt euch meine klasse Verteidigung an. Moment. Da war die Traumparade. Naja, jetzt. Es ist ein sehr guter Auftakt. Ich bin ja ganz zufrieden, weil also heute ist der Tag, wo die letzte Folge von uns gerade rauskam. Ja. Und das war, die Folge heißt bei mir totale Zerstörung, weil wir da so ganz hoch gewonnen haben. Also von daher ist die Niederlage hier völlig in Ordnung. Habt ihr nicht sogar ich ein Tor gemacht? Nee, das war davor die Folge. Die heißt nämlich bei mir Raid macht eine Bude. Achso. Ja, ich war spielentscheidend. Alter, das gibt's doch nicht, dieser Harkon. Ja, der ist gar nicht schlechter, Junge. Was hat denn der überhaupt? Profi. Leute, wie steht ihr zum Thema aufgeben, wenn es aussichtslos ist, dann lieber noch 2 weitere Runden spielen? Nee. Das geht hier sowieso nicht, weil wir gerade Ranked spielen. Da kann man auch aufgeben. Dann hast du eine 15-Minuten-Sperre. Nein, nicht beim Aufgeben. Ja, beim Ranked, wenn du dann weiter in Ranked machst. Aber wenn man einfach rausgeht, ja, man kann ja aufgeben. Das ist ja was anderes. Aber man kann aufgeben, ja? Man kann aufgeben. Weil wenn das so aussichtslos ist wie jetzt, dann verdient haben die Gegner den Sieg jetzt sowieso dadurch. Und dann kann man unter Escape kann man aufgeben. Ach, wir sind keine Franzosen. Das ist wiederum auch wahr. Ja. Na gut, ich will aber auch ein Tor machen. Wir kämpfen bis zum allerletzten. Das war quasi schon deine Vorlage auf jeden Fall. Ja. Abstimmen, um aufzugeben, Tatsache. Ja, ist möglich. Ja gut, das bei einem 0-7 ist das... Mich wundert es aber auch gar nicht, dass der Vorschlag von dir kommt und dass du das herausgefunden hast. Jetzt weiß ich nein, vorne. Herausgefunden haben Mopsi und ich, als die Gegner geschrieben haben, you know you can surrender. No. Und dann haben sie es uns geschrieben. Oh, das ist aber nett von denen. Ja, das war sehr nett. Wie stand es zu dem Zeitpunkt? Die das? Jawohl! Nein, hast du gemacht? Hast du gemacht? Ich hab ihn noch berührt. Cool. Ich hab ihn nicht berührt. Doch. Ich hab ihn zuletzt. Nee, ich muss den Ball wirklich noch berührt haben. Ja, hast du ja auch. Nee, ich hab ihn nicht berührt. Komisch. Nee, ich hab das so gemacht. Davor irgendwann mal. Ja, ganz klar. Ich hab auch die Vorlage bekommen, ganz merkwürdig. Ehrlich? Ja. Beim ersten Ballkontakt oder so hab ich den berührt. Das war's auch. Danach nie wieder. Den ersten Ballkontakt hatte ich. Ja, und danach hab ich ihn berührt. Ja, und dann hab ich die Vorlage bekommen. Ja. Sehr gut. Nein! Geil, guck! Oh Mann, stör uns doch nicht! Wir haben nicht aufgegeben, die ganze Zeit nur Gas gegeben. Egal, wir haben den Ehrentreffer, Jungs. Alles gut, es kann nur besser ja, werden. Genau. Und das auch noch in dieser Folge. Von wem kam er? Naja, du hast ja selber gesagt, du hast ihn nicht berührt, ne? Spielfehler zählen nicht. Achso, okay. Meine Vorlage war natürlich hingegen gerechtfertigt. Also. Okay. Arsch drüber. Arsch drüber? Ja. Wow! Alter! Das sei... Jawohl! Okay. Das sei jetzt krass. Nice go. Mal gucken. Oh, von hier hinten? Jawohl. Nicht schlecht. Das ist natürlich ganz schön bitter für uns. Ja, man muss ihm lassen, das war ganz gut. Ja, ich muss ja jetzt auch sagen, Ingrid und ich haben uns ein bisschen jetzt zurückgehalten, weil wir halt gedacht haben, Raid kaut jetzt hier ein Tor nach dem anderen raus. Eins habe ich mal rausgehauen. Surrender in save time. Na. Okay, warte. Ach, die 1 Minute. Dann tu es. Boom. Ups. Das war seine Antwort, glaube ich. Da reden wir mal hier über Aufgabe und auf einmal fangen die Gegner an, darüber zu sprechen. Das scheint wohl jetzt in zu sein in Rocket League. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Alles Franzosen. Nicht nur alles Franzosen. Wir sind nicht in einer aussichtslosen Situation. Wir holen das noch. Easy, kein Problem. KK. Ich glaube, da wurde es ihm jetzt zu blöd. Ja.
Ich kann gar nicht verstehen, wieso. Ich weiß gar nicht, warum wir hier nicht diesen scheiß Ball rauskriegen. Die sind gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, wieso wir ihn nicht reinkriegen. Und daneben gesprungen, herrlich. Weg da! Oh, Alter. Gewinner Orange, jawohl. Ja, haben sie verdient, oder? Also der Hakon hat's verdient. Ja, also ganz ehrlich, das war, die haben gut gespielt, da kann man nichts gegen sagen. Ja, aber überwiegend war es wegen Hakon. Ist ja auch egal, schönen Gruß Hakon. Du wirst das hier ja eh nie sehen, weil du auf Englisch schreibst und naja. Ich war auf Englisch geschrieben. Ja, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass der kein Deutscher war. Okay. Und auf jeden Fall, ja, versuchen wir es jetzt einfach mal besser. Wir warten auf einen Spieler. Nicht alle Spieler sind verbunden. Ich bin da. Ja auch. Nochmal. Ich hab grad richtig Smoothie-Mucke. Jetzt geht's los. Meine ist extrem runtergestellt. Wieso habe ich die so weit runtergestellt? Weiß es nicht. Weiß nicht, vielleicht weil die sonst im Video zu laut ist. Vielleicht hast du wieder ein bisschen Mucke gehört. Kann sein. Würde ich es theoretisch auch machen. Oh, sorry. Geil, das ist gut am Anfang. Und jetzt kommt der Freak! Und Inga nimmt mir den Ball vor den Augen weg. Na. Oh, da bahnt sich was an. Boom, Parade! Okay, ist irgendwer am Tor? Nein! Klingt gut. Nicht nötig. Ah, verdammt. Hey! Die spielen ohne Torwart. Jawohl, jetzt Raid Marien. Jawohl. Nice. Ja, Tatsache. Raid kann jetzt auf einmal Tore schießen. Er hat also das Spiel verstanden. ich weiß nicht, wer vorne ist. Ist einer seitlich? User, ja, ich bin seitlich. User, bitte einmal nochmal ruhig, da wir noch in der Aufnahme sind. Meine Schuld. Ja, kurz aus dem Konzept geworfen. Aber noch ist alles gut, noch ist alles gut. Ja, unglaublich. Also, da hat er tatsächlich jetzt schon zwei Buden gemacht und wir noch keins. Ja. Ich sag ja, wir sind zurückhaltend. Wir sind noch zurückhaltend. Ja, wir wollen ja erstmal sehen, ob er sein Wort hält. Nein! Bisher habe ich das. Nicht da rein. Nein! Huka, hat er nicht eben schon mitgemacht? Nee, das war Hakan. Jetzt guck kurz meine Verteidigung an wieder. Ich habe wieder alles gegeben. Es war knapp. Jetzt weiß er seitlich. Ja. Juhu. Erster Ballkontakt. Er fliegt gut. Naja. Wo ist Ingjald? Oh, oh, oh. Ich habe gerade den Ball vorgespielt. Oh. Lege ich gerade? Nö. Nö. Dein Ping ist auch. Doch, ich legge. 56 okay. Ist dein Ping, alles gut. Nein, ich legge. Dadurch habe ich den Ball nicht bekommen. Weißt Ach so, nicht. Okay. Na klar, ja, du hast Lex, ja. Ja, nein! Ah! Gut genommen. Wie, das war kein Fallrückzieher? Schieber! Oh, sehr schön, Raid. Ich bin mittig, wenn du den hier irgendwie rüberkriegst. Da kommt er. Zu weit gesprungen. Ah! Ich hab's verhauen, aber ich krieg einen Torschuss. Na, immerhin. Inge halt klärt wieder ganz souverän. Und irgendwie. Nein, daneben gesprungen. Fahr da lang. Und Tor von Ingjald! Oh, lol, nice. Und sehr schön. Nice. Mir. War ein wichtiges Tor. Ich stehe, naja, relativ ich vorne. Ich bin ganz hinten. Ich mache den ersten Ballkontakt, nice. Okay? Nein! Oh Gott! Ich bin noch nicht so gut drauf wie jetzt die letzten Tage, vor allem gestern. Noch reicht das. Jawohl, Ingel! Jetzt wird er warm. Das reicht ihm jetzt hier wieder. Ja, guck mal. Klack!
Sehr schön. Ja, unhaltbar, unhaltbar. Ich bin seiner seitlich. Ich bin ganz hinten. Wir zwei sind. Ne? Wir zwei waren's. Ja, war so, ne? Torschuss! Oh Mann! Boah! Mann! Jawoll! Und meine Vorlage! Nice! Ingrid wird warm. Ja. Kann okay, man ich muss so geschehen. Sagen. Bringen und drehen kriege ich noch nicht hin. Was kriegst du noch nicht hin? Bringen und dabei drehen und Walze reinmachen. Achso. Ich bin ganz hinten, macht ihr mal. Okay. Okay, die kriegen das Spiel absolut nicht hin. Nein, Ingrid! Oh nein! Das ist top. Ja, die kriegen das Spiel absolut nicht hin. Nee, das war Ingrid sein Schuss. Das war wieder Ingrid. Pass auf. Achso, ich mach gucke wieder. Hier. Gucke hier. Hat er wieder zugeschlagen. Ich dachte mir so, ach Mensch, alles unter Kontrolle. Ich hau den jetzt raus und naja. Ich kann gerade nicht fahren. Fährt einer von euch? Ich, ja, mach mal. So, ich kann wieder fahren. Okay, ich hinterfrag das einfach gar nicht. Ich war einen kurzen Moment, ehrlich gesagt, unprofessionell. Nein! Nur einen kurzen Moment? Ja, ich habe beim Aufnehmen getrunken. Aua! Das tut mir jetzt aber leid. Oh, er hat sich gerecht. Nein! Aber die blockieren sich auch gegenseitig. Nein! Leute, wir verlieren das jetzt nicht mehr. Hab ich Ingrid weggehauen? Ups. Das nehme ich auf meine Kappe. Okay, wir konzentrieren uns wieder. Ja. Ich mache jetzt erstmal wieder einen ersten Ballkontakt. So. Ah, verdammt. Ich bin im Tor, alles gut. Nein! Gott. Nein! Oh. Shit. Wow. Gerade noch bekommen. Alles gut. Die sind jetzt heiß. Und jetzt mach ihn! Jawoll! Ah, nein, der ist drin. Ah, gut. Boah, sehr schön. Das sehe ich von hier hinten. Okay, ich bin vielleicht etwas besser geworden, aber Ingrid kann ich einfach nicht schlagen. Das geht nicht, ist unmöglich. Na, knapp. Aber der war drin, alles gut. Ich bin ganz hinten. Ich kann fahren. Ich kann auch fahren, das ist ganz gut, wenn man das kann in dem Spiel. Ja, Dann kann man auch mitmachen. Wow, und demnächst darfst du sogar legal. Ja, Mensch. Hoffe ich jedenfalls. Und drinnen, Mensch, ein Tor! Ja, bam! Komm noch einmal zurück. Du bist sogar vor mir jetzt an Punkten. War ich schon vor dem Tor auf jeden Fall. Ich hab immer mal geguckt, weil... Mhm. Naja. Er ist zwar besser ganz geworden, schön. Aber halt nicht besser als wir. Letzte Runde warst du hinter mir. Möchte ich anmerken. Ja, letzte Runde, da habe ich... Null mir Punkten. Das, da haben wir dich auch mal machen lassen. Nee, ich hatte keine Null Punkte. Achso. Nee, das hinter mir. Verlängert. Ja. Kann ich jetzt mal einen zerstören? Wäre das mal eine Option oder? Oh, da ist er noch geflüchtet an die Decke. Ah, schade. Jawohl! Nein! Oh, den habe ich jetzt reingehen sehen. Ah, ich auch. Aber dann war da leider ein Pfosten. Okay. Alles gut. Das Ding haben wir gewonnen. Ich bekomme Freiumschlag dafür, oder was? Und? Mach ich! Ja! Ah! Das hätte ein Tor werden können. Ich krieg noch den Torschuss angerechnet, weißt du? Wertvollste Spieler mal wieder. Jawohl. Oh, ich sollte nicht so rumschreiben, mein Hund ist schon reingekommen. Ja, Raid. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Wenn nicht, dann trotzdem. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.